Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Mein Name ist Hendrik und heute hier aus diesem wunderschönen Wien. Heute ein sehr spannendes Thema für alle Männer, die sich ein Social Media Profil aufbauen wollen oder beim Online-Dating richtig durchstarten wollen, weil wir machen heute ein Fotoshooting. Ich habe mir dafür extra einen professionellen Fotografen mitgenommen und vor allem werden wir auch ein paar Tipps von diesem Fotografen bekommen, worauf du achten musst, wenn du alleine vielleicht mit einem Freund Fotos machst, weil da gibt es ganz viele Dinge, die du beachten musst, damit du psychologisch in einem richtigen, guten Licht dastehst und als ein attraktiver Mann wahrgenommen wirst. Drei wichtige Sachen für mich sind immer Körperhaltung natürlich, das heißt aufrecht stehen, wenn man ganz Körpershots macht, die Hände nach Möglichkeit nicht hängen lassen, immer leicht anwinkeln, vielleicht irgendwo hingreifen, die Hände in die Tasche stecken, aber dabei immer den Daumen rausschauen lassen oder die Finger rausschauen lassen, das heißt nie die ganze Hand hinein. Und am besten Symmetrien vermeiden, eher im Bild. Das heißt, wenn man gerade da steht, dass man auch eher ein Bein nach vorne gibt, das bringt ein bisschen mehr Dynamik ins Bild. Eine wichtige Sache noch, wir sind jetzt gerade am Abend hier, weil das Licht besser ist, die Sonne steht nicht so hoch. Genau. Ja, und da hat man auf jeden Fall bessere Möglichkeiten, gute Bilder zu machen. So eine Stunde vor Sonnenuntergang ist das beste Licht, um Fotos zu machen. Es wird einfach stimmungsvoll. Was wir auch machen werden, wir werden auch vergleichen, wie sieht das jetzt aus, dieselbe Pose mit dem Handy fotografiert, mit einer guten Auflösung. Oder eben genau. Mit deiner Kamera, mit deinen Skills, mit der Bearbeitung. Ich bin gespannt, ich würde sagen, wir legen los, keine Zeit verlieren. Let's go. Feuer. Also bei so Ganzkörperfotos ist es eigentlich relativ egal, wie ihr das Handy verwendet. Ich habe jetzt hier ein iPhone XS. Da kann man ja auf Porträtmodus schalten, beziehungsweise einfach das zweite Objektiv, das Teleobjektiv verwenden. Das empfehle ich halt immer, wenn ihr Porträts macht. Weil das andere ist ein Weitwinkel und verzerrt halt das Gesicht. Also es wird nicht verzerrt, aber es schaut halt unnatürlich aus. Denn ein Weitwinkel hat in der Regel den Effekt, dass es alles, was nah ist, ranzieht und alles andere wegdrückt. Das heißt, man hat einfach eine riesen Nase auf dem Bild. Wir werden das nachher noch machen. Genau, wir werden nachher noch Porträts vom Hendrik machen, mit einem Weitwinkel und mit einem Porträtobjektiv. Und dann könnt ihr ganz genau den Unterschied sehen. Kleiner Tipp zum Fotografieren, schneidet euch am Foto keine Gliedmaßen ab. Das heißt, Finger sollten draufbleiben, Zehen sollten draufbleiben und auch nicht durch Handgelenk und Fußgelenk oder Kniegelenk schneiden. Das schaut halt am Ende ziemlich komisch aus. Ja? Genau, das passt ganz gut. Streckt den einen Fuß mal ein bisschen weiter aus. Genau, passt. Wenn man jetzt ein statisches Shooting macht, wo das Model quasi an einer Stelle sitzt, kann man sich als Fotograf natürlich ein bisschen drum herum bewegen und einfach den besten Winkel suchen oder mehrere. Ja? Genau. Ganz wichtig ist, dass du dich dabei wohlfühlst, weil wenn ich dich jetzt in irgendeine Pose reinzwänge und du sagst mehr, ja, okay, cool, pump dich mal auf. Kannst du? Oh. Ja, was auch hier cool ist, dass das Accessoire von den Hosenträgern, das Leder, gut zu den Lederschuhen passt. Auch ein kleiner Tipp für Männer immer. Gürtel und Schuhe müssen zusammenpassen, ganz, ganz wichtig. Ja. Wenn ihr euch Zeit fürs Fotoshooting nehmt, dann schaut auch, dass drumherum kein Mist liegt. Ja, da oben liegt jetzt zum Beispiel eine Zigarette, die ist aber nicht am Bild, die ist nicht so nah dran. Aber wenn jetzt zum Beispiel direkt da, wo der Hendrik sitzt, daneben eine Zigarette liegen würde, wäre es natürlich nicht so ideal. Genau, lehn dich an die Wand hinten an. Schau mal hier rüber. Die Hand? Das ist immer komisch, wenn man nichts zu tun hat. Willst du? Ich fühle mich jetzt gerade natürlich auf jeden Fall. Ja. Genau. Darüber schauen? Ja. Darüber schauen, genau. Du musst halt immer irgendwas mit der Hand machen, weiß nicht. Den Kragen richten. Am Gürtel vielleicht eher nicht, das wirkt halt vielleicht ein bisschen komisch. Also hey, den mache ich mir gleich auf, Baby. Die Hand lässt in der Tasche und mit der rechten machst du halt den Kragen fest durch den Bart. Lass aber die Finger relativ natürlich, das heißt nicht zu einer Faust. Genau, es passt dir ganz gut. Perfekt, sitzen die Haare? Ja, sehr gut. Wunderbar. Sieht super lässig aus. Gib ein Bein oben rauf. Das passt eh. Lehn dich gegen die Säule. Schau, dass sie nicht umfällt. Schön.
man muss auch beim Fotografieren immer darauf achten, dass hier zwischen Armen und Körper ein bisschen Platz ist. Ja, das heißt, sobald die so anliegen, wirkt man halt dicker, als man ist. Ja, selbst wenn du das jetzt machen würdest, würdest du trotzdem dick ausschauen. Ja, nicht rausstellen, es soll nur eine kleine Lücke zu sehen sein. Ja? Und du schaust dann immer durch die Gegend, schaust in die Kamera rein, darfst du mal ein bisschen lächeln. Genau. Aber mach einen richtigen Schritt, das heißt, geh richtig nach vorne und fass das ganze Gewicht aufs vordere Bein, dass hinten der Fuß schon fast abhebt. Ja, genau. Hey, Partnerlook. Jetzt ist übrigens die sogenannte blaue Stunde. Ja, das heißt, die Sonne ist untergegangen und das heißt, wir haben schön gleichmäßiges Licht. Genau, versuchen jetzt die Schuhe ein bisschen in Szene zu setzen. Schau mal runter zu den Schuhen. Genau. Und jetzt mach dir die Haare wieder. Perfekt. Was wir jetzt machen, also ich möchte jetzt einfach mit vier ganz einfachen Vergleichsbildern zeigen, was unterschiedliche Objektive im Endeffekt beim Bild ausmachen. Ich werde die ganze Zeit den Bildausschnitt gleich lassen, das heißt, Hendriks Kopf ist die ganze Zeit gleich groß, ja? Nur muss ich dann, dadurch, dass ich mit Festbrennweiten fotografiere, immer weiter weggehen. Und da sieht man einfach die unterschiedliche Wirkung des Objektivs aufs Gesicht. Das ist ein Name, das ist immer die Puppe, ey. Ja, es geht nur um den Vergleich. Ganz gerade stehen, machen wir so ein bisschen eine Drehung. Die andere Schulter, bring sie ein bisschen zu mir. Genau, dann kommt ein bisschen mehr Licht noch da drauf. Perfekt. Ich mache jetzt wirklich nur mit jedem Objektiv ein Bild und dann haben wir einen schönen Vergleich. Genau, Kinn wieder ein bisschen runter. Das ist jetzt so die klassische Brennweite, die man für Porträts hernehmen kann. Weil das war das Weitwinkel. Ja, da sieht man so krass, Nase groß, Gesicht. Ja, genau. Ja. Da siehst halt voll den Unterschied. Das ist so ein normaler, etwas normalerer Blickwinkel schon. Das ist ein Porträtobjektiv. Man sieht auch, wie sich der Hintergrund verändert. Wie einfach der Hintergrund rangezogen wird. Ja. Und dein Gesicht halt dann anders aussieht. Ja. So, fertig, hat Spaß gemacht. Richtig cool, ja. Wo kann man dich denn finden, wenn man ein Fotoshooting buchen möchte in Wien, in Österreich? Ja. Also die aus Österreich können natürlich herkommen. Ja, ja, genau, beziehungsweise fahre ich auch gerne mal durch Österreich. Ist überhaupt kein Problem für ein schönes Porträtshooting. Am besten auf Instagram, janbachmann.portraits. Blende ich ein. Blendest du ein. Da vorbeischauen, mir schreiben, falls ihr was braucht, mir folgen. Ja, genau, das ist der beste Schritt, einfach anschreiben, mal erkundigen, was man alles machen kann. Ihr habt ja jetzt ein bisschen Einblick bekommen, wir haben das natürlich jetzt in einer relativ abgespeckten Varianten gemacht. Genau. Aber ich denke mal, ist einiges bei rumgekommen, hat Spaß gemacht und für dich als Zuschauer, wenn du noch dabei bist, freue ich mich natürlich über ein Gefällt mir, ich freue mich über ein Abo von dem Kanal und vor allem freue ich mich drüber, wenn du dich einträgst für den gratis Coaching Call, der Link dafür ist unter dem Video, wenn du endlich mal lernen möchtest, wie man endlich attraktive Frauen kennenlernen kann. Ja, in so einer schönen Stadt wie Wien laufen jeden Tag hunderte hübsche Frauen rum. Man muss nur wissen, wie man auf die zugeht. Und wenn man dann auch gute Fotos hat, dann wird es auf jeden Fall auch was werden. Also in dem Sinne, mir hat es Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Schaut beim Jan vorbei. Und bis dahin. Ciao. Ciao. Ja, tschüss. Tschüss, Wiederschauen. Tschüss. War ganz gut, oder? Ja. Kann ich mal sehen, wie kacke ich aussehe, weil ich bin. Also, ganz, ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Ich nehme mich praktisch hier hin und rede dann. Jetzt ist dieser Knopf aufgegangen, Mann. Ich werde mich ausrasten. So, ey, wenn das jetzt nicht hält, dann raste ich aus, Mann. Nein! Bleib hier! Aber ich brauche wahrscheinlich noch circa 10 Minuten. Bis gleich. Okay. Ja, hier ist super viel los und vor allem super windig, Mann. Ich werde dann erstmal die Leute nach Hause schicken, damit wir da in Ruhe Fotos machen können, würde ich sagen, oder? Drinnen gibt's Garderoben. Willst du ein Foto machen, wie ich mich hier so stelle? Das ist geil. Oh yeah. Oh, oh, oh yeah. Und du weiter. Ich habe euch gesagt, für dein Coaching bei mir, und ihr werdet nie wieder allein einschlafen.